Gibt es denn jetzt noch eine Rolle, eine Filmrolle, die Sie gern spielen würden? Eine Traumrolle? Wissen Sie, wenn ich daran denke, dass es mir mal geglückt ist, vor 15 Jahren ein Mädchen, das am Sterben war, ein 9-jähriges Mädchen, durch Unterernährung, Tuberkulose aus einem Krankenhaus rauszuholen. Der Arzt hat gesagt, sie stirbt 7 oder 8 Stunden später. Sie ist nicht gestorben. Sie hat dann in einem Kinder- und Jugendheim gelebt von uns, von Menschen für Menschen. Ist dann ungefähr 12 Jahre bei meiner Frau und mir gewesen, aufgewachsen. Sie hat heute den Beruf der Schneiderin erlernt und ist wieder zurück in Addis Abeba. Ist ja schon verlobt mit einem jungen Mann und hat den Sinn für ihr Leben gefunden. Wenn ich das vergleiche mit den größten Erfolgen meines Lebens als Schauspieler, was bitte soll ich mir wünschen? Das relativiert natürlich vieles. Hatten Sie denn eigentlich ein Vorbild in Sachen sozialem Engagement? Es gibt große Namen. Ja, ich möchte da 2 Namen nennen, die mich sehr tief in meinem Denken beeinflusst haben. Das ist Gandhi und das ist Martin Luther King. Ich habe in der Zeit der Entwicklungsphase, bis ich zu Menschen für Menschen gekommen bin, mich sehr viel über das beschäftigt, was diese 2 Menschen getan haben für die Menschheit. Und das hat mich sehr tief beeinflusst. Und insofern kann ich sie ruhig als gewisse Vorbilder nennen. Auch wenn es ein bisschen dramatisch klingt, Herr Böhm, gibt es denn eine Vision für Sie in Ihrem Leben? Die Vision, die, für die ich lebe und die ich mir tagtäglich wünsche, habe ich Ihnen vorher genannt, aber ich möchte sie ruhig noch einmal nennen, nämlich dass eines Tages die äthiopischen Regierungsverantwortlichen mir sagen, dass sie mich nicht mehr brauchen und dass sie ihre Probleme selbst lösen können. Wenn das passiert, das ist die Vision, von der ich träume und für die ich lebe.